Herzlich willkommen zu einem neuen Part von The Binding of Isaac, Wrath of the Lamb. So, den Franzosen habe ich hier mal eben kurz rausgeschickt. Im letzten Part haben wir die Challenge Large March gemacht. Heute ist Nine Deaths dran. Ich habe sie damals, als ich noch ein purer Minecraft, sag ich schon, The Binding of Isaac Anfänger war, mal versucht und ich bin gescheitert. Ihr werdet gleich die Regeln erfahren von dieser Challenge. Ich fange sie einfach mal an. Aber vorher möchte ich euch gerne nochmal über ein paar Bugs in diesem Spiel informieren. Ich habe jetzt so einige herausgefunden. Die werde ich euch jetzt einfach mal auflisten. Also zum Beispiel diese Schinken, die ihr bestimmt schon kennt. Die habe ich ja öfter schon mal gekämpft. Die in alle vier Himmelsrichtungen schießen können. Die sind etwas, fangen an rumzubuggen, wenn mindestens ein Gisch im Raum ist. Und zwar schießen sie dann anstelle von roten Schüssen, schießen die dann, wenn sie mit mindestens einem Gisch in einem Raum sind, schwarze Schüsse, die noch so ein bisschen rot blinken. Sollte eigentlich nicht so sein, weil, kann man sich ja vorstellen. Und, ja, der zweite Bug, den ich herausgefunden habe, das ist mit einem Space-Item, das man nur einmal einsetzen kann. Es ist die Forget-Me-Now-Pille. Die ist eigentlich recht gut. Die macht die Ebene, die erneuert die Ebene. Und man kann zum Beispiel nochmal auf einen Goldraum stoßen oder ja, die Ebene halt erweitern. Und ich habe mir mal gedacht, gut, dann besiege ich mal den Boss. Krieg dann so gesehen zwei Items. Und kann mich dann freuen, dass ich dann nachher nochmal gegen den Boss kämpfen kann. Haha, aber nee, das war so nicht. Ich habe den Boss besiegt, die Forget-Me-Now-Pille eingesetzt, ich konnte auch einen Goldraum und so, aber als ich dann gegen den Boss kämpfen wollte, war die Tür schon sofort offen, ich konnte auch rein. Und kein Boss war drinne und die Tür war auch nicht da, das heißt, ich war in der Ebene gefangen und konnte den Run beenden. Also das war dann ein versauter Run. Noch ein Bug, der mir noch einfällt, das ist ein Bug, den ich erst gerade vor 5-6 Stunden oder so, also heute habe ich den S herausgefunden, als ich gegen War gekämpft, das ist aber nur ein zufälliger Bug, also der kann passieren. Und zwar habe ich gegen War gekämpft, und ihr kennt das bestimmt, ich glaube, ich habe schon mal gegen War in einem Part von mir gekämpft, dass War manchmal nach oben springt und dann diese ganzen Bomben spawnen lässt. Wollte er auch bei mir machen, nur ist er nach oben gekommen, geflogen oder gesprungen und kam nicht mehr runter. Und nirgendwo war hier eine Bombe zu sehen und plötzlich merke ich, wie mein Leben abgezogen wird. Ich dachte, ich sehe nicht recht. Und dann habe ich einfach mal durch die Gegend geschossen und habe gemerkt, dass War schon längst wieder unten war, aber unsichtbar. Also man hat ihn nicht gesehen. Ich bin jetzt tot, das ist mir aber egal. Ich habe ja neun Leben, merke ich gerade, stimmt. Ja, dann habe ich gesehen, dass War unsichtbar war. Ich habe versucht, so gut es ging, versucht zu kämpfen. Ich habe es auch geschafft, bis er von seinem Pferd da gestiegen ist. Da habe ich noch gegen seine Laufform, sag ich jetzt mal, gekämpft auf zwei Beinen. Habe es auch fast geschafft, sie zu besiegen, aber ich hatte nur noch ein halbes Leben, weil er mir schon so davor so viel gezogen hat. Weil wegen Unsichtbarkeit. Ja, und dann habe ich verloren. Das war schon ziemlich ärgerlich. Also, ich werde euch über Bugs von Isaac am Laufenden halten. Und falls ihr welche Bugs gefunden habt, könnt ihr mir die mal in die Kommentare schreiben. Und nein, nicht auf Wiki gucken, was es für Bugs gibt, sondern Erfahrungen mit Bugs, die ihr selbst gemacht habt. Es gibt nämlich auch in Minecraft-Wiki. The Binding of Isaac-Wiki. Auch in einigen wenn man sich die Informationen von Items anguckt, steht da manchmal Bug, Doppelpunkt und dann. So, der ist besiegt. So, und jetzt kann ich mal zu den Regeln kommen von diesem. Von dieser Challenge. Ihr habt es bestimmt gerade schon gesehen. Ich habe nur ein Leben, aber dafür. Oh ja, genau. So, aber dafür hier oben eine Zahl. Eben stand da noch 9. Deswegen fliegt mir die Katze auch hinterher. So, ich habe jetzt immer ein Leben. Ich kann natürlich auch Herzcontainer einsammeln, dann habe ich 2. Und wenn ich dann sterbe, habe ich wieder nur noch ein Leben.
wegen der Katze wahrscheinlich neun Leben und ich denke, ach, dachte eigentlich immer, dass Katzen 7 Leben haben. Naja, egal. Aber das ist eigentlich nur die Besonderheit, man hat 9 Leben, dafür immer nur ein Herz. Es kann sich auch schwierig erweisen, muss aber nicht unbedingt. Kommt darauf an, ob man dann Herzcontainer findet. Da ich schon oft mit Eve oder mit Eve, hier Judas oder so gekämpft habe, gespielt habe, bin ich das schon eigentlich ganz gewohnt, nur ein Leben zu haben. Wäre sehr freundlich von denen jetzt endlich mal zu explodieren. So. Bin mir nämlich nicht sicher, ob die mir jetzt ein Leben gezogen hätten. Ich brauche einen Schlüssel für den goldenen Raum. Hilfe. Zum Glück bin ich klein und schnell. So. Oh, cool. Gut. Kann ich ja schnell zurückgehen. Wie sieht es eigentlich mit den Stats aus? Okay, 3. Oh. Okay. Das ist cool. Das ist super cool. Ja, das ist Monstrous Zahn. Soweit ich weiß, kann der, auch wie klein der jetzt ist bei mir, wie der mir da am Hals hängt. Soweit ich weiß, kann der Pin noch einen Schlag umbringen. Ich glaube auch Duke of Flies. Also er kann die Anfangsgegner auf einen Schlag umbringen. So. Gertie Junior in Bunt. Boah. Oh, erschrocken. Fast wäre ich getroffen worden hier. Geht ja wohl nicht. Ach, wenn ich Glück habe, kriege ich von dem sogar einen Herzcontainer. Ach, genau, der rote Gertie Junior, der spawnt nur, der spawnt ja nur diese hässlichen Doppelfliegen. Aber bringt sie dadurch dafür aber auch sehr schnell wieder um. Ah. Ah, Hilfe. Hab ihn auch gleich besiegt. So, geht doch. Oh, Pentagramm. Auch nicht schlecht. Nein, danke. Ich verzichte. Aber was ich jetzt gerne nochmal machen möchte, ist hier nochmal nach oben gehen und nach dem Schlüssel zu suchen. Schade. Hätte ja sein können. Und hopp. Und fut. So. Ah. Springende Hosen, blutende Hosen. So. Auch die kleinen Maden. Ich hasse ja solche Räume. Nicht wie die hier, sondern Räume wie, wo man nur kleine Gänge hat. Wo man dann so gesehen hundertprozentig von den Maden getroffen wird. Das mag ich nicht. Kann ich nicht lernen. So. Ah, ein Schlüssel, okay, das ist cool. Ja, Maden, Maden, Maden. Weil diese blöden, lästigen Maden, die sind überall. So, und ich mach mal eben kurz das Fenster dicht. Ihr seht mich gleich wieder, bis gleich. So. Da bin ich wieder. Kurz das Fenster zugemacht, denn ich habe keine Lust hier. Es ist nämlich ziemlich kalt draußen und ich habe keine Lust hier beim Aufnehmen zu frieren. So, noch eine Runde, ja, noch eine Runde. Geht aufs Haus. So. Zwei Köpfe noch mal eben. Und noch eine Kiste mit einer Bombe. So.
Eigentlich finde ich diese Katzen-Item nur in dieser Challenge gut, weil wenn man die jetzt so kriegt in The Worm zum Beispiel, The Worm ist die Ebene nach Marm, da zieht einem jeder Gegner, der einen trifft, ein ganzes Leben und nicht ein halbes. Da ist es dann doch schon ziemlich schlecht, wenn man keine Herzcontainer eingesammelt hat. Aber wenn ich jetzt einen Herzcontainer einsammle, habe ich dann zwei Leben, ist ja klar. Aber wenn ich dann sterbe, habe ich wieder nur noch und wiederbelebt werde, soweit ich noch Leben habe, habe ich wieder nur ein Leben. Also speichert sich nicht. Wäre auch zu schön. Celticross, das ist cool. Dann kann ich gleich schon mal Two of Diamonds einsetzen, wenn ich glaube ich 10 Münzen habe oder so. Two of Diamonds verdoppelt ja meine Zahl an Münzen. Gut. Und der Boss ist Chat. C.H.A.D. Der darf mich nicht erwischen, denn wenn er mich erwischt, schade. Das ist bei sich bewegenden Gegnern oder bei sich viel bewegenden Gegnern nicht so toll. Ach genau, ich versuche euch mal was zu zeigen. Zack. Hat er meine Bombe gefressen. Noch eine? Oder auch nicht. Und der wird auch immer kleiner. Je öfter man ihn abtrifft, desto kleiner wird der. Ah. So. Ah, och nö. Da hab ich jetzt keinen Bock drauf. Ah, das ist zum Beispiel jetzt blöd. Dass man nicht bei Chat nicht weiterkommt, dann. Das ist ja ziemlich blöde. Oh. Oh, das gibt's doch nicht. Sag mal, was ist denn los? Ach, die Bombe bleibt hier trotzdem liegen. Ja, echt cool, wenn er seinen Schaden behalten würde. Ach, ich habe gar keine Bomben mehr. Ich hatte doch eben noch 4 Bomben, oder nicht? Naja, egal. Hauptsache, ich besiege ihn jetzt. Boah, das war knapp. So, geschafft. Nochmal eben diese zwei Fliegen hier besiegen. So. Little Chat, gib's hart. Gut, das war's. Hier ist nichts mehr zu machen auf dieser Ebene. Der Case 2. Ach ja, und was ich noch sagen wollte, The Binding of Isaac ist auch eigentlich ziemlich absturzfreudig geworden. Wenn ich jetzt zum Beispiel, gehe ich immer das Risiko eigentlich ein, bei diesen Zwischensequenzen, die immer kommen, wenn man einen Boss besiegt hat, wo Isaac dann diese Träume hat. Kann es sein, dass das Spiel manchmal keine Rückmeldung gibt? Das hängt sich zwar wieder, aber das ist trotzdem blöd zu warten. Also wenn das passiert, dann pausiere ich die Aufnahme. Für euch ist es dann nicht mal eine Minute, die dann vergeht. Eine Sekunde. Nicht mal eine Minute. Ja. So, ich bräuchte mal ein besseres Space-Item vielleicht. Book of Belial würde mir jetzt gut passen. Oder Book of Revelations, das wäre noch cooler in meiner Situation. Rückt mir nicht so auf die Pelle. So, das Feuer gelöscht, damit die anderen nicht auch noch angesteckt werden. Haben wir schon genug Leben, wenn sie erstmal anfangen zu brennen. Ich brauche einen Schlüssel. Ah, gut, meine Bitte wurde erhört. Kann ich ja gleich zum goldenen Raum gehen. Und der goldene Raum ist praktischerweise genau neben dem Bossraum. Warum ich immer Monsterraum sag? Keine Ahnung. Ich spiele wahrscheinlich zu viel Mystery Dungeon.
Und was ist drin? Ach, die 20. Unnötig. Moment mal, ich könnte jetzt aber theoretisch mal was machen. Indem ich noch versuche noch einen Schlüssel zu bekommen und ich gehe dann gleich einfach in den Laden. Genug Münzen habe ich ja, ich verdoppel gleich meine Münzen einfach. Ja, oh, das ist knapp, gut, dass ich so schnell bin. An die Fliegen bringe ich zum Glück mit einem Schuss um. Mit einem Treffer. Ah, hier kann ich gleich einen Schlüssel bekommen. Nee, ich warte lieber, bis ich nur auf normale Weise einen Schlüssel bekomme. Sonst habe ich gleich nicht mehr genügend Münzen. Ja, stimmt. Ich muss wirklich warten. Oder? Ach so, gut, ich habe einen Schlüssel bekommen. Gegen die Schinken muss ich jetzt kämpfen. In einem nicht gerade großen Raum. Na, komm schon. So. Gut. Das war schon der Laden. Ah, Super Greed auch noch. Aber ich habe ja zum Glück Monstro an meiner Seite. Oh, scheiße. Das wäre natürlich jetzt super mega affengeil, wenn ich ihn jetzt noch besiegen würde. Schade, er hat nichts Besonderes gedroppt, kein 25, also kein Quarter oder so. Egal, aber ich habe ja durch Flat Penny bekomme ich, habe ich 50% Chance, dass ich einen Schlüssel dazu kriege, wenn ich es auch so. Okay, das hat sich wirklich gelohnt. Haha. Gut. Auf. So, erstmal hier. Tour of Diamonds und jetzt auf zum Boss. Wenn ich jetzt die Money gleich Power Brille aufhätte, das wäre jetzt cool. Sie würde mir nämlich für jeden alle 10 Münzen einen Balken in der Powerleiste bringen. Aber ich bin ja jetzt auch schon stark genug. The Fallen, na klar. Gut, aber ich habe so 2 Leben. Ach. Das Blöde ist, wenn er mich so trifft, also wenn ich ihn berühre, kriege ich ein Leben abgezogen. Alles andere zieht mir nur ein halbes. Aber da kann auch manchmal ziemlich schnell sein, aber ich bin schneller. Und das Gute ist, er gibt einen Dämonen-Item, wenn man ihn besiegt. Das heißt, ich habe eine Chance auf warmes Messer oder irgendwas anderes Cooles. Oha, soll mir bloß hier auch so auf die Pelle rücken. Stirb endlich! Oh gut. Na los, stirb endlich. Mann, der hat so viele Leben noch, der Kleine hier. Kommt mir vor, als wenn ich ihm kaum was ziehen würde. So. Pentagram. Nee. The Mark. Genau. Damage up. So. Hopp. Oh, ich bin so stark. Jetzt gerade. So, ihr könnt mir jetzt gar nichts mit meinem Schutzschild hier. So. Genug Schlüssel habe ich auch für den Goldraum und genug Münzen für den Laden habe ich auch. Wenn hier nicht schon wieder irgendein Greed oder so im Laden drinne hockt, der den Ladenbesitzer gefressen hat. So.
Ja, stimmt. Jetzt krieg ich auch Schaden. Ach, und auf den habe ich jetzt gar nicht mehr geachtet. Hat dieser Götze doch echt gewartet, bis mein Schutzschild weggeht und schießt dann erst wieder? Glaub nicht, ich glaub's nicht. So, mal eben das halbe Herz da holen, was da war. So. Ach, die Fliege, die will mich doch verarschen. Aber Zielwasser hätte ich heute auch mal gebrauchen können. So. Geht doch. Und der liebe kleine hier, Little Chat hat mir auch noch ein halbes Herz gegeben. So, Dankeschön. Ach, Zombies. Wenn die mich berühren, die mit den Augen, dann verliere ich auch ein ganzes Leben. Da muss ich auch aufpassen. Vor allem, wenn die versuchen, mich zu verarschen. Indem sie mir versuchen, den Weg abzuschneiden. Oh, ist das König hier. Verpisst euch! Oh, nö, oh, hab ich mich erschrocken jetzt. Da ist sowieso nichts mehr. Gut. Ja, das war eigentlich ganz schlau jetzt. Eigentlich ganz gut jetzt, dass ich gestorben bin an dieser Stelle. So. Hab ich mich gerade erschrocken. So. Wo bist du, goldener Raum? Da bist du ja. Auch zwei Schlüssel, die hole ich mir aber gleich erst. Oh, cool. Max Head. Damage, aber das ist so ein richtiger Damage-Part. Mini Isaac mit richtiger Stärke. Oh, sehen meine Augen da? Ein blauer Stein. Wäre so geil, wenn da jetzt noch ein Stein rauskommt. Nee. Ist auch nicht schlimm. Wäre aber richtig cool gewesen. Aber das ist noch besser. Zwei Seelenherzen. Oh nein, ist nicht da reingelaufen ins blöde Feuer. Glaube ich. Oder hat mich das hingetroffen, der Götze? Ist mir auch egal. Noch mehr Schlüssel. Yay. War. Der schwarze War. Fang hier bloß nicht an rumzubuggen, wie bei mir. Dass du hier hochspringst und. Unten. Ich glaube, der hat hier auch wieder so ein Muster. Oben, Mitte, unten hat er, glaube ich, immer. So, das war mal ein War. Gut, aber in die nächste Ebene zu Mom. Na. Wupp. Na, Mist. Ach, Mist. Gibt's doch nicht. Sehen jetzt schon wieder voll. Ach, die kann ich hier gleich hier verzocken. So. Die mache ich kaputt. Oh, hier ist was Schönes. Ach, hier brauche ich doch gar nichts von. So. You are worshipping a sun god. Look to La Luna. Go outside. Nee, ich geh bestimmt nicht raus.
You are throwing life. Ich werf mein Leben auch nicht weg. Ja, das nehme ich auch nicht. Das ist ein blödes. Question Authority. Marry and reproduce. Und mir ist aufgefallen irgendwie, ich weiß nicht, ob das schon immer so war, aber seit ich die Basement Collection habe, sind hier, ich mache jetzt einfach mal mit dem Mouse in den Bildschirm, hier neue Poster dazu gekommen. Das finde ich eigentlich ziemlich cool. Also das war glaube ich noch nicht da und das hier und Coil war noch nicht da und das hier. Von der Basement Collection werden auch vielleicht wahrscheinlich noch ein paar neue Parts kommen. Und genau, ich kann jetzt ja sehr schier schon mal machen, ein neues Let's Play ankündigen. Ich wollte ja erst Platin ankündigen, das habe ich dann doch nicht gemacht. Jetzt kündige ich Pokémon Smaragd an. Ich finde, das ist ein ziemlich cooles Spiel. Warum und so, das werde ich euch alles noch im Let's Play selber erzählen, aber das wird auch noch etwas dauern, bis ich vielleicht nehme ich nachher auch noch den ersten Part auf. Ich weiß es noch nicht. So. Spinne tot. Spinne tot. Den Schlüssel nehme ich nicht, ich habe genug. So. Und noch ein Seelenherz. Ach, Blood Rides. Ein schlechtes Space-Item. Jetzt will ich nur noch zu Mom kommen. Einfach nur zu Mom. Aber normalerweise haben doch Katzen eigentlich 7 Leben und nicht 9. Warum heißt es denn? Ach, egal. Vielleicht hatte die... Oh. Burn Penny hatte ich auch noch nie gehabt. Trotzdem mag ich das nicht. Ich weiß gar nicht, was Burn Penny macht. Den habe ich jetzt zum ersten Mal bekommen. Ach, Mist. Ach, wenn ich hier besiegt wird, ist das eigentlich nicht schlimm. Oh, es ist knapp. So. Und was ist hier drinne? Milch. Oh, geil. Geil. Ja, irgendwie hört sich die Musik so komisch an. Also ich finde die hier cooler. Ich habe die glaube ich noch nie gehört. Es war... Ist mir noch nie aufgefallen, dass sie sich so geil anhört. Die Zwischen... die Hintergrundmelodie. Oh. Mann. Piep! Hallo Piep! Wie geht's dir so? Oh. Oh, komm her. Ach, beschwer dich nicht, dass du besiegt worden bist. Hey, cool, das war's. 2 Bosse. Finde ich gut. Es gefällt mir. So, auf zum Mom. Also hier unten ist sie nicht, das heißt, sie kann nur da oben sein. Wer hätte es gedacht? Ach, hab ich ganz vergessen. Dass ja auch noch eine Fliege rauskommt, wenn er stirbt. Aber ich habe hier unten ja genug Herzen. Zack. Nein, oh. Fast getroffen. Ich wusste, dass das kommt. So, hier ist auch ein halbes Herz rum. Oh, jetzt habe ich die TNT-Küste kaputt gemacht. Egal. Die Kleinen hören sich so piep, piep, die machen, also die machen nur so ein kleines Piepen oder was es sein darstellen soll. Und er macht schon so ein richtiges Pullen. Ja, aber leider ist er jetzt tot. Und seine kleinen Kinder auch. Oder ihre kleinen Kinder. Die ziehen mir auch ein Leben hier. Weil, also zumindest der Grüne.
weil das ein verfärbter Gegner ist. Die ziehen immer doppelt so viel. So. Lockdown, ach. Ja, sieht man. Mein Unglück zeigt sich schon. Aber Greed wird schnell besiegt. So. Hätte mir ja wenigstens noch mal ein Soul Hub da lassen können. Ah, was ist das? Telepilz. Okay. Cool, dann brauche ich nicht mehr den Weg zurücklaufen. Bin ich gleich hier unten. So, ich glaube sowieso, der andere Weg. So. So, ach, toll. Gut, hier kann nur noch Mom sein in dieser Richtung. Ist ja klar. Ach, nee. Ach, schön. Ich muss mich langsam in Acht nehmen. Gut. Halbes Leben. Halbes Herz. Ich lebe mit voller Heilung. Ich weiß jetzt nicht, was mich im nächsten Raum erwartet. Denn ich habe gerade so schön zwei Leben, zwei Herzen. Und die will ich ungern verlieren. So. Zack. Oh Mann. Ich soll einfach mal schnell kommen. Wenn ich sie schnell besiegen kann. Ich habe jetzt keinen Bock, hier noch 500 Räume zu machen. Mann, wo bist du? Zeig dich! Oh. Bin doch schneller, als ich dachte. Nö, irgendwie nicht, aber... So. Isaac vs. Mom. Ach, die normale Mom. Finde ich gut. So, bring mal schön deine eigenen um. Deine eigenen Leute. Ich finde das auch geil, wenn sich die Mom hier selbst besiegt. Das habe ich aber erst ein paar Mal geschafft. Dann muss ich mich genau neben das Auge stellen und hoffen, dass sie dann ihren Fuß gleich danach macht. Dann bringt sie sich nämlich auch richtig auf selbst um, weil das über extrem viel zieht. Der Schinken, der nervt so. Och, Mom ist gleich besiegt, das finde ich gut. Oh oh. Das hab bloß ich gesagt. So. Guppy's tail has appeared in the basement. Isaac was cornered. So. His mother, fueled with the desire to serve her God, was bearing down on Isaac. So, brauche ich ja nicht ständig laufen lassen nach jedem Part, weil. Huch! Weil ich glaube, das nervt euch langsam, wenn ihr jeden Part am Ende das sehen müsst. Ja, ich hoffe, dieser Part hat euch auch wieder gefallen. Ich bin dreimal gestorben, was aber auch normal ist bei so einer blöden Challenge. Ich fand sie jetzt eigentlich gar nicht so blöd. Leicht fand ich sie. Okay, seid beim nächsten Mal auf jeden Fall wieder mit dabei, wenn es heißt The Binding of Isaac, Wrath of the Lambs Challenge. Tschüss.